السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, liebe Geschwister im Glauben. Alles Lob gebührt Allah, dem Allmächtigen, und Frieden und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, warum machen wir dieses Video? Das ist ein Aufruf, die Muslime zusammenzuführen, in dem Rahmen, wo wir können. Wir machen das, subhanallah, weil wir sehen, jeder macht seine Suppe, jeder macht das, was er gerade kann. Aber wir könnten systematisch, wenn wir zusammenhalten, könnten wir viel mehr auf die Beine bringen. Und das sind Sachen, subhanallah, die sind sehr klein. Sehr, sehr klein, aber können vieles auf die Beine stellen. Es ist genauso, wenn jeder von uns nur 1 Euro spenden würde in Deutschland von Muslimen, dann wird trotzdem am Ende ein riesengroßer Betrag zusammenkommen. Und genauso ist das auch in YouTube. In YouTube werden sehr viele Videos veröffentlicht. Und den meisten, ich glaube, ist es noch wirklich, manchen ist es bewusst, ja, was man damit erreichen kann, aber ich glaube, den meisten ist es noch nicht wirklich bewusst. Weil YouTube, wenn man sieht, subhanallah, das ist immer unter den ersten 3 Seiten. Den ersten 3 Seiten, das springt immer hin und her. Mal ist das Wikipedia, mal ist das YouTube, mal ist das Google, ja, Google.com. Diese 3 Seiten, die sind sozusagen immer im Wettstreit, welche am meisten am Tag angeklickt wird. Ja, wenn man weiß, dass diese 3 Seiten erstmal am meisten angeklickt wird, dann kann man sich ja vorstellen, wie viele Besucherzahlen die haben, subhanallah. So, und du kannst ein Video interessant machen. Der eine hat, fast jeder hat von uns heutzutage einen Channel, der eine hat Videos, der andere hat keine Videos, aber jeder kann helfen, diese Dauerarbeit nach vorne zu bringen, indem man Videos, die man sich anschaut, von Brüdern und Schwestern, und die gut sind, dass man die auch bewertet. Man soll nicht jeden Schrott bewerten, nicht alles, was reingestellt wird, nicht das, wo zu Bidda aufgerufen wird oder Schirk, ja, aber da, wo authentische Sachen mitgegeben werden, bewertet diese Sachen, kommentiert diese Sachen, favorisiert diese Sachen, schickt diese Sachen weiter zu euren Freunden, und ihr werdet sehen, subhanallah, diese Videos werden bekannt, auch nicht nur bei Muslimen, sondern auch bei Nicht-Muslimen. Und es wird ein viel größeres Spektrum dann also daraus entstehen, weil subhanallah, so wird das immer nur unter kleinen Runden. Die Leute, die sich kennen, die befreundet sind in YouTube, schließt viele Freundschaften ab, Abonnements, oder wie das auch immer heißt, diese Sachen, schließt viele davon ab. Ja, ich weiß nicht genau, wie die das im YouTube selber nennen, schließt davon viele ab, weil die können damit mehr Menschen erreichen. Der Hebel, der wird viel länger, weil subhanallah, danach kann man Sammelvideos dann zu diesen Kontakten, jeweiligen Kontakten schicken, und die können dann das Video auch wieder weiter verschicken und auch selber anschauen und kommentieren und favorisieren, und das hilft dann, dass viel mehr Muslime, die nicht praktizieren oder die auch praktizieren, und nicht Muslime dieses Video zu sehen bekommen, und dass wir viel mehr von unserer Religion, dem authentischen Wissen mitgeben können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Viele unterschätzen das. Ein kleiner Klick, subhanallah, und du kannst der Grund dafür sein, dass das Video morgen in allen Schlagzeilen ist, dass das morgen vielleicht sogar in der Zeitung erwähnt wird, dass das sogar im Fernsehen erwähnt wird, weil viele Videos wurden auch schon im Fernsehen kommentiert und auch selber nochmal ausgestrahlt. Deswegen unterschätzt das nicht. Es sind sogar viele Sänger sind so rausgekommen, wir wollen nicht rauskommen. Es geht nicht darum, rauszukommen. Und es ist auch egal, wer da vorne ist, ob da vorne jetzt Ebu Anis, Ebu Hamza, Ebu Jibril, die jeweiligen Prediger, Ebu Jamal, wer auch immer, wir unterstützen diese allesamt. Es ist uns nicht wichtig. Wichtig ist uns, dass der Islam nach vorne kommt, dass wir zusammenwirken. Das müssen wir verstehen, weil man kann auch hier brüderlich miteinander zusammenhalten, dass wir, subhanallah, viel mehr wirken, weil gemeinsam werden wir viel mehr schaffen als alleine. Und das muss uns allen bewusst sein. Und wenn man das versteht, subhanallah, dann wird man nicht nur einfach das Video angucken, und nicht bewerten, sondern man wird das Video bewerten, angucken, bewerten, kommentieren, und man wird sehen, subhanallah, innerhalb von zwei, drei Tagen wirst du sehen, dass das Video sehr, sehr bekannt ist und dass sehr viele Leute das gesehen haben. Ihr seht vielleicht selber die Leute, die da reingehen. Auf der Startseite zeigen die auch immer so Vorschläge von Videos. Ja, die bezahlen Geld dafür, ZDF, Wetten, das, bla bla bla, und was es alles da gibt. Ja, und diese Videos, dadurch, dass sie Geld bezahlen, dass sie da vorne stehen, werden die ruckzuck bekannt. Und wir können das auch, ohne dass wir Geld bezahlen, indem wir zusammenhalten und uns untereinander zusenden und kommentieren und bewerten. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Also zu diesem Punkt oder zur Sache jetzt mit den Videos in YouTube und der Dauer, die wir durch YouTube machen können im Internet. So wie der Bruder gesagt, sehr wichtig das Verteilen der Videos.
und das Bewerten der Videos und das Abonnieren der Channels und Freundschaft schließen mit Channels, die nach Ahle Sunna wal Jamaa gehen, weil es ist auch, was wir erkennen, ist auch, dass viele Brüder gar keinen Maßstab haben. Sie favorisieren alles und bewerten alles, was sie überhaupt sehen, wenn das Wort Islam da vorne ist. Und es gibt auch viele Leute, die reden Sachen, die nicht stimmen, und es gibt auch viele Leute, die auch nur Schaden errichten, ja? Wie die ganzen Videos gegen den Kundgebungen und diese ganze freche Sachen, die da im Internet sind. Will aber nicht darüber reden, mir geht es ja mehr darum, dass wir versuchen, gemeinsam etwas zu erreichen und gemeinsam etwas nach vorne zu bringen. Und es gibt sehr viele Sachen, die Nutzen haben von Videoaufnahmen in YouTube. Und wenn wir zum Beispiel, wir haben ja den Channel Boot der Rettung MG, ja, und wenn es andere Brüder gibt, die uns abonnieren und wir sie wiederum abonnieren und Freundschaften schließen und, wie der sagt, ein Sammelvideo schicken und die Videos gegenseitig bewerten können, die Videos sehr schnell nach vorne kommen mit sehr vielen Views in den ersten Reihen, wenn man etwas in den Suchleisten tippt oder wenn man vorne gerade auf YouTube ist. Und dann, wie gesagt, kann Menschen erreichen, die eigentlich nicht vorhaben, sich sowas anzugucken. Im Endeffekt sehe ich ein Beispiel, oder ein Beispiel in der Hinsicht ist, diese ganzen Make-ups-Videos, ne? Die Männer und Frauen machen mittlerweile. Ist ja auch so ein Mann, der das die ganze Zeit da macht, der auch über Schminke und allerlei redet. Der redet nicht über Schminke, auch über Kochkünste, was soll man Weihnachten schenken, bla 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 bla. Und zumal Allah, ich verstehe, der, also man muss mal seinen Channel, ich habe mir den Channel jetzt mal angeguckt, nicht mich um Schminken oder nicht nur um gewisse Informationen zu gucken, wie das so läuft. Und wie, weil der ist ständig vorne. Ich kann ja gar nicht sein Gesicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Es ist ständig vorne. Ständig, wenn du YouTube anmachst, ist der vorne mit irgendeinem nächsten Schrott. Ja, und zwar, der kriegt ja voll miese Kommentare auch auf sein Video, aber viele sagen, warum ärgert euch, was habt ihr für ein Problem? Ich meine, okay, was er macht, ist ja seine Sache, aber er ist ständig vorne. Wie schafft er das? Weil diese ganzen Leute ihn unterstützen. Und der auch selber, guck mal, der darauf besteht ständig, dass man sein Video favorisiert oder sein Video Sternchen gibt oder dass man sein Video weitergibt. Und wir müssen das selber, also wir müssen mehr, guck mal, wenn ein Mensch Euphorie das bekommt beim Schminken und jeglichen Schrott, den der noch sagt, muss das doch, müssen wir doch mehr Euphorie bekommen, wenn es Islam heißt. Ja, die tun ja alles rein. Guck mal, andere Personen, die auch so Make-up-Videos machen, weil ich weiß nicht, die kommen ja voll an irgendwie momentan. Die sind ja ständig vorne, hat berichtet über ihr Hund und so, dass der krank ist und keine Ahnung und der kleine Jackie war krank und die konnte kein Videos machen und die haben so viele Fans noch. Ich kann das nicht nachvollziehen, ja? Ich meine, ich weiß gar nicht, was man davon hat, wenn man sich eine Fassade ins Gesicht schaut und man das was darstellt, was man nicht ist. Aber im Endeffekt, wir müssen mehr Euphorie zeigen unter den Videos im Islam. Und ihr kennt doch die ganzen muslimischen Channels. Wir kennen uns, die sind hier auch bekannt, favorisiert, gibt Bewertung. Wenn du dir ein Video sowieso anguckst, gib auch noch eine Bewertung. Und du auch weiterleiten, wenn du viele Freunde hast und so, dass wir einfach schaffen, mehr Menschen zu erreichen, mehr Leute zu erreichen. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Wir können das nutzen, wenn wir es nutzen wollen, ja. Und wenn man das aber nicht nutzt, dann dürfen wir nicht jammern, wenn wir dann am Ende nichts davon haben, wenn man vom Kuchen nichts mehr abbekommt. Deswegen nutzt eure Gelegenheit und eure Mittel, die ihr habt, über alle Wege, bi'idhnillah. Zwar haben die Brüder eigentlich alles gesagt, was wichtig ist, was man wissen sollte. Mir sind zwei Sätze vielleicht eingefallen, die ich inshallah noch ergänzen wollte. Ihr sollt wissen, dass diese YouTube-Angelegenheit für diejenigen, die die Religion verstanden haben und dessen Herz für die Dauer schlägt, Wallahi, Wallahi al-Azim, eine gewaltige Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala ist und eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sehen eine gewaltige Medienpropaganda, Gemeinschaften und Lobbys und bestimmte Personen, die einen großen Einfluss haben, sind zurzeit eine gewaltige Gegendauer, eine Propaganda gegen den Islam am Machen und erreichen Millionen von Menschen, während wir vielleicht noch nicht mal 1% davon erreichen. Und diese YouTube-Gelegenheit ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir gegenschlagen können. Zum Beispiel habe ich ein Video gesehen, SOS Abendland, in dem wieder vor uns gewarnt wird mit falsch dargestellten Tatsachen. 6000 Klicks, 7000 Klicks in einer Woche. Versteht ihr? Schaut mal, wie viele Gegenvideos gegen Islam da sind. Und wenn Leute aufstehen und die Religion nach vorne bringen wollen über YouTube, weil das eine große Gelegenheit ist, wir sagen nicht, dass man reden soll einfach so, sondern man soll natürlich schon die Bedingungen erfüllen. Man darf nicht reden von einer Sache, die man nicht weiß, sondern nur die Dinge, die man kennt, indem man selber das für Allah subhanahu wa ta'ala macht und indem man sich selber nicht in den Vordergrund stellt. Aber wenn ich dann von manchen Muslimen höre, ja, YouTube-Duat sind die heute bekannt geworden. Wallahi, wer das sagt, der hat nicht viel verstanden, subhanallah. Deswegen nutzt diese Sache mit YouTube aus, wie die Brüder gerade schon gesagt haben. Versucht euch gegenseitig zu favorisieren und Freundschaft zu schließen. Und dass wir auch, was ich finde, manchmal sehe ich Videos, die sind sehr, sehr weit weg von der Materie. Die sind zwar schön, aber die haben nicht viel mit dem zu tun, was eigentlich in YouTube abläuft.
versucht auf die Videos mehr oder weniger zu antworten, die gegen den Islam reingesetzt werden. Versucht die Themen anzusprechen, die zurzeit aktuell sind. Spricht viel über Tauhid und setzt viele Dinge rein, die mit Tauhid zu tun haben. Ich sage jetzt nicht, dass jeder jetzt hier mit Mikrofon reden soll, sondern einfach Videos reinsetzen. Man kann das vielfältig gestalten, aber versucht Dinge zu machen, die die Herzen der Menschen erreichen und die aktuell sind. Und unterschätzt die Sache mit YouTube nicht und jeder kann da agieren. Und wir haben wirklich, können eine gewaltige Resonanz erreichen. Ich habe Kommentare bekommen, wir haben Kommentare bekommen zu bestimmten Videos, wo der Islam dargestellt wurde. Leute haben gesagt, Nicht-Muslime, ich könnte weinen, wenn ich das sehe. Leute haben gesagt, Nicht-Muslime, ihr müsst mehr solche Videos machen. Andere haben gesagt, verzeihen, sowas sollte als Pflichtprogramm gestellt werden in den Schulen. Es gab so viele positive Resonanz, wir dürfen das nicht unterschätzen. Und die Absicht ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala und der Erfolg ist nur bei ihm.